Vielen Dank für den Beitrag und jetzt freue ich mich, meine Freundin und Genossin Mina Khani vorzustellen. Sie ist iranische Publizistin und Feministin und ist auch in der gleichen Gruppe bei Kali Feminists organisiert. Und sie wird uns noch mehr erzählen über die Proteste der Frauen, Studentinnen und ArbeiterInnen im Iran und auch über antimuslimischen Rassismus in Deutschland, gerade in Bezug auf den Ereignissen in Hanau. Bitte Applaus für Mina. Hallo. Ja, es ist ein bisschen schwer für mich, ja, nach meinen Genossen hier über die Situation im Iran zu sprechen, weil es mir wirklich in der Seele immer wehtut, wenn wir über den Iran erzählen, erstmal so eine große Informationsauftrag bekommen, überhaupt darüber zu erzählen, was von 1979 im Iran überhaupt angefangen hat, wie die Situation der Frauen sich im Iran verschlechtert oder wie es ist jetzt und so weiter und so fort. Wir müssen immer eine historische Geschichte erzählen, wir müssen immer erzählen, was wir für Kämpfe geführt haben, wir müssen immer erzählen, wie die iranische Frau überhaupt zustande gekommen ist. Es tut mir auch in der Seele weh, dass wir hier um Solidarität bitten müssen. Ja, es hat sehr oft Fragen, wenn wir so viel erzählen, was alles im Iran überhaupt ist, war abgelaufen, kommen wir sehr kurz dazu, warum wir das überhaupt hier erzählen und was hier mit Deutschland zu tun hat und so weiter und so fort. Aber guckt euch mal die Nachrichten an. Was liest ihr über den Iran? Atomprogramm, Sanktionen, Atomprogramm, Sanktionen. Warum jetzt über den Iran so und so verhandelt wird? Warum vielleicht ein Krieg, dritter Weltkrieg, und dann redet man über den Iran und dann verfällt man sofort in eine falsche Dualität, USA oder der Iran. Wir sind ausgesetzt von einer Situation, wo wir von beiden Seiten bedroht sind, wo wir auch von beiden Seiten diskriminiert werden, Gewalt erleben und so weiter und so fort. Und seit über 40 Jahren. Was wir hier erzählen müssen, ich will hier nicht um Solidarität bitten. Hier, es geht darum, dass die Frauenkämpfe im Iran eine Geschichte hat, dass sie mitrevoltiert haben 1979 und dass sie einen Tag danach eine krasse Gewalt durch Khomeini-Strömung erlebt haben. Was hier dann über die iranische Frau erzählt wird, die verschleierte Frau, die unterdrückte Frau, die jahrelang um ihre Befreiung kämpft und jetzt in den Gefängnissen sitzt und so eine Gewalt ausgesetzt wird, wird als kleines Opfer bezeichnet. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin kein Opfer. Ich kämpfe seit Jahren um meine Befreiung im Iran und in Deutschland. Und dann kommen wir hierher und dann sind wir so einem Rassismus ausgesetzt. Dass wir erzählen müssen, nein, ich bin nicht mit einem Kopftuch in die Welt gekommen. Dass wir erzählen müssen, nein, es war kein besonderer Feeling in Deutschland, es war den Kopftuch ablegen zu können und so weiter und so fort. Dass wir so anfangen müssen, das geht gar nicht. Seit November letztes Jahres, und das passiert immer wieder, erleben wir krasse Aufstände im Iran. Was ihr wissen sollt über diese Aufstände ist, dass die Frauen in vordersten Fronten diese Aufstände stehen, deswegen mehr verhaftet werden, deswegen so eine sexualisierte Gewalt in Gefängnissen ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Und immer wieder müssen wir die deutschen Medien fragen, muss es nur um ein scheiß Atom kommen oder ein Krieg kommen, über eine Ermordung von einem Arschloch wie Soleimani, dass ihr über den Iran redet? Jetzt abgesehen von Solidarität, hört diese scheiß rassistische Hetze über die iranische Frauen auf. Hört auf, über uns so zu sprechen, als wenn wir nicht mitkämpfen würden. Wir kämpfen gerade am vordersten Front im Iran und im Ausland. So, kann ich bitte... Ja, die Verbindung zu Hanau. Ich meine... Es muss ja nicht nur um die iranischen Frauen gehen.
die meisten Betroffenen von Hanna waren Kurdinnen. Wir haben auch Kurdinnen im Iran, die kämpfen auch im Iran für ihre Rechte. Und auch in Syrien, in Irak, in der Türkei. Und dann fliehen sie hierher oder sie leben schon seit 100 Jahren in Deutschland. Und dann sind sie noch nicht mal in Shisha-Bars sicher. So fangen wir an. Also wir müssen damit anfangen, wir sind hier nicht sicher. Wir fühlen uns doch nicht mal in Shisha-Bars sicher. Was ist das? Warum hast ihr denn überhaupt Shisha-Bars? Wo hat dieses Stigma angefangen? Was haben wir euch angetan? So, was ich damit sagen will, ich will nicht um Solidarität bitten, ich will fordern, und zwar, dass die Linke in Deutschland, dass die feministische Kreise in Deutschland sich endlich mal über den Rassismus ihren eigenen Strukturen bewusst machen müssen. Ich schreibe seit Jahren über die Situation auf Farsi, deswegen kann ich in den Iran nicht mehr zurückkehren. Seit gefühlte 3 Jahren schreibe ich die ganze Zeit irgendwelche Artikel, Berichte über die Situation im Iran, und immer wieder muss ich irgendwelche Medien hinterherlaufen und sagen, ey, wenn ihr über die Situation im Iran schreibt, dann gibt es ja auch Arbeitskämpfe, dann gibt es ja auch Frauenkämpfe, dann gibt es ja auch Kämpfe von unterdrückten Völker und so weiter und so fort. Mir reicht es langsam, und ich will einfach sagen, das ist eure Aufgabe, euch informieren. Wir sind nicht eure persönliche Wikipedias, wir können nicht diese ganze Information überall liefern, aber es geht darum, der Frauenkampf ist ein internationaler Kampftag. Es kann nicht sein, dass wir um irgendwelche Reden bitten müssen, dass wir am vordersten Fronten beim Frauenkampf stehen wollen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer wieder hier darauf hinweisen müssen, dass die schlecht bezahlte Arbeit hier mega migrantisch und mega weiblich ist, dass Prekarisierung weiblich und migrantisch ist. Und das ist keine Quantitätsfrage, das ist eine Qualitätsfrage in Deutschland. So. Mit den Rechten haben wir nicht zu sprechen. Ich spreche euch an. Fragt euch. Überall, wo ihr irgendwelche Kämpfe anfängt, wo ihr irgendwelche Gruppen startet und so weiter und so fort. Wo sind die Migrantinnen? Wo sind die Frauen? Wo sind die weiblichen Frauen? Wo sind die sexuellen Minderheiten? Und warum haben wir so ein klischeehaftes Bild von Migrantinnen und von Frauen?